steigt man wieder ein. Ja, der eine hat's leicht und der andere schwer. Schau, die Lokomotive, die plagt sich so sehr. Und so manchem im Zug geht es dadurch den Sinn. Ja, auch ich hab viel Plagen und Mühe. Zwischen Salzburg und Babischow fährt die Linie keine Eisenbahn. Rastet bisschen, rennt ein bisschen, bis sie nicht mehr halten kann. Pardon, pfeifen Sie nur weiter, lieber Honeck. Wir fahren ja in den Urlaub. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fahrt man in die grünen Wald hinein, pflügt vom einen Krausch ein bisschen und dann steigt man wieder ein. Ja, der eine hat's leicht und der andere schwer. Schau, die Lokomotive, die plagt sich so sehr. Und so manchen im Zug geht es da durch den Sinn. Ja, auch ich hab viel Plagen und Mühe. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt die liebe kleine Eisenbahn. Braucht ein bisschen, braucht ein bisschen, bis sie nicht mehr weiter kann. Bis sie einmal nicht mehr weiter kann. Also das ist ausgesprochenes Wunder, dass der Zug einmal pünktlich ankommt. Kunststück, wenn ein Erzherzog drinnen sitzt. Ja, eben drum. Servus, meine Herren. Ja, servus, Niki. Gott sei Dank, der Zug ist noch nicht da. Warum, du wartest auf jemanden? Natürlich. Auf wen denn? Weiß ich noch nicht. Aber der Zug aus Wien bringt ja immer die hübschesten Mädchen aus der ganzen österreichisch-ungarischen Monarchie. Er ist lieber Kerl, aber ich kann mich an seine Sprache nicht gewöhnen. Ach du. Ausgerechnet Erzherzog Benedikt ist in unserem Zug. Niki, Augen links bitte. Geht doch nicht, wenn rechts so ein hübsches Mädchen steht. Guck doch mal. Du kannst sie doch nicht einfach ansprechen. Einfach wohl nicht, ein bisschen kompliziert, aber du kennst doch meinen Trick. Pancho, ich weiß. Genau. Träger! Träger! Gnädigste haben ihren Handschuh verloren. Bitte schön. Danke, aber das muss ein Irrtum sein. Träger! Wünschen die Damen einen Baum? Nein, danke schön. Wir gehen zu Fuß. Aber unser Gepäck bringen Sie in das Hotel Kaiser von Österreich. So, hier ist der Träger. Ich freue mich, dass ich Ihnen behilflich sein kann. Danke. Wohin soll das Gepäck? Ins Hotel Kaiser von Österreich. Bringen Sie das Gepäck in meinen Wagen. Ja, das passt ja großartig. Dort wohne ich nämlich auch. Sir? Haben Gnädigste schon Zimmer bestellt? Zimmer? Nein. Ja, das hätten Sie aber tun sollen, denn zum Kaiserball ist das Hotel völlig ausverkauft. Sehr empfehlenswerter Spaziergang, meine Frau, wäre auch zum Salzbergwerk und wieder retour. So. Das ist äußerst lohnend und wirklich lehrreich. So, ja. Kann ich das haben? Ich möchte ein wenig hineinschauen. Bitte. Danke. Hier ist der Kaiser von Österreich. Nicht persönlich, der Portier von wie? Also, Herr Baron, Telefon, Zelle 2. Herr Hühnössl, eine Frage bitte. Ja, ich möchte... Sie werden nie ein richtiger Portier werden. Ein richtiger Portier fragt nicht. Ein richtiger Portier weiß alles. Ein Portier ist da, um gefragt zu werden, aber nicht, um etwas zu fragen. Sagen Sie, wie lang ist der Stollen in Salzbergwerk? 834 Meter, meine 826 Zentimeter. Zentimeter? Ja, bitte. Danke. Bitte, Herr Bauch, bitte. Ja, woher wissen Sie denn das so genau? Ein richtiger Portier muss alles wissen. Nummer eins. Und außerdem wird es ja nicht nachmessen. Na also, da wären wir wieder einmal. Kassel, die Ruhe.
Kannst du die Hohe halt immer wohl auf? Viel zu tun gehabt das ganze Jahr. Na ja, natürlich die hohe Politik. Ich weiß, bitte gehorsam, darf ich mir erlauben, kaiserliche Hoheit an den Kragen an was zu gehen. Bitte? Nämlich das goldene Vlies. Sitzt ganz gerade erwartet und ganz schief nämlich. Und das würde sich nicht gut machen, wenn kaiserliche Hoheit und schief. Ich danke Ihnen, mein lieber Rhenösel, ich danke Ihnen. Bitte, keine Ruhe, bitte. Gehen Sie mal hinter mir, verstehe ich. Also, meine Herren, ich dispensiere Sie für heute vom Dienst. Ich gehe nämlich fischen. Oh, fischen? No, ich kenne keinen schöneren Sport als fischen, kaiserliche Hoheit. Ein herrliches Vergnügen. So spannend, halali. Aber, Petri Heil. Igen. Die Herren sind also auch passionierte Fischer? Natürlich. Und ob? Selbstverständlich. Leidenschaftlich, kaiserliche Hoheit. So. Na, da wird es mich jedenfalls freuen, wenn wir nachher gemeinsam fischen werden. Ja. Dürfen wir dann kaiserliche Hoheit hier in der Halle erwarten? Na, nicht hier. Das macht gleich wieder ein Aufsehen. Wir treffen uns beim Hintertürl, ja? Also, halali. Nein, gut Fisch. Gut Fisch, ja. So, wie wir es immer vorgestellt. Kommen Sie ohne. Also diese falschen 50er, diese Streber, die werden sich bei mir kein Offiziersterndl erschmeicheln. Nein, Sie, mein lieber Honig, Sie bleiben natürlich hier. Naja, Damendienst geht vor Herrendienst. Bei welcher Dame, kaiserliche Hoheit? Ich bin doch allein. Das wird hoffentlich nicht mehr lang so bleiben. Fischen, das auch noch. Na, da haben wir uns was Feines eingebrockt. Ja, da brauchen wir ja irgend so ein Netz. Wieso Netz? Ich hab gehört, Angel. Der Rhenösel wird uns das Nötige besorgen. Großartig, komm. Herr Rhenösel, besorgen Sie uns zwei komplette Angelzeuge, aber sofort. Hier, okay. Und ein Handbuch deschig, wie man fangt solche Mistviecher. Ja. So, gnädigste, da sind wir schon. Hotel Kaiser von Österreich. Darf ich bitten? Ganz reizend. Oh, bitte lassen Sie das doch nur, das mache ich schon. Vielleicht gehen Sie einstweilen voraus. Bringen Sie doch bitte das Gepäck in die Rezeption. Franzl, du kannst ausspannen. Servus, Niki. Ja, servus. Sag mal, wer war die entzückende Dame? Die? Ein Kavalier schweigt. Ach, bitte, kann ich die Gräfin Reichenbach sprechen? Leider, gnädige Frau, die Frau Gräfin Reichenbach ist nicht angekommen. Aber das ist doch nicht möglich. Naja, der D-Zug Bischof Hofen Salzburg ist schon seit einer Stunde durch. Also die Frau Gräfin kann im besten Fall morgen früh eintreffen. Erst morgen? Oh, warum geht er denn nicht? Ja, werden wir gleich haben. Ja. Also schauen Sie doch nach, ja, Moment. Aber ich kann doch nicht die ganze Nacht in der Halle sitzen und auf die Gräfin warten. Guten Morgen, meine Post. Guten Morgen. Ja, verzeihen Sie, aber Sie müssen schon entschuldigen, man hat ja schließlich so viele Bekannte. Na, hat alles geklappt? Haben Sie schon ein Zimmer? Nein, aber... Ach, kein Aber, das werde ich gleich erledigen, mein lieber Rhenösel. Ich brauche unbedingt ein Appartement für die gnädige Frau. Ganz ausgeschlossen, Herr Graf, wir sind ja komplett alles besetzt. Wenn das der Direktor sagen würde, hätte ich das geglaubt, aber für einen Rhenösel gibt es doch kein Unmöglich. Ja, also bitte, man kann ja schließlich also als Notlösung für heute das Appartement für Frau Gräfin Reichenbach gehen. Wunderbar! Nein, danke. Aber darf ich bitten? Eines unserer schönsten Appartements. Bitte, Eva. Koffer für Eva. Bitte, da weiterzukommen, Eva. Eva werden sehr zufrieden sein. Also, Eva, ein wunderbarer Raum. Und neben Ihnen sind die Appartements des Herzog Benedikt. Bitte, Eva, hier links. Und eine Aussicht, Eva, eine Ischler, meine direkt, eine Aussicht auf Ischler. Hier rechts dann, mit Eva, eine Ischler-Aussicht auf Ischler. Hier, bitte, Eva, bitte. Eva, hier links ist das Appartement.